Hallo, ich bin Carsten in Xanten. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stückchen begleiten. Jetzt bin ich endlich hier im Wald angekommen. Gestartet bin ich mitten in Xanten am Dom. Ist schon interessant, wenn man so direkt mitten aus der Stadt heraus eine Wanderung beginnt. Direkt in den Wald rein. Warum ich aber direkt mitten in der Stadt gestartet bin, ist einfach, weil ich mir nachher nach der Wanderung noch ein bisschen den Dom ansehen will, die Stadt ansehen will. Ansonsten wäre ich irgendwo am Waldrand gestartet. Bin mal gespannt, was ich heute alles so sehe. Wir werden noch an einem römischen Amphitheater vorbeikommen. Xanten ist ja sowieso entstanden aus einer ehemaligen römischen Siedlung. Und das merkt man der Stadt auch an. Straßennamen, Augustinusring zum Beispiel, die eindeutig römisch klingen. Nun gut. Bin mal gespannt, was es heute alles zu sehen gibt. Und wenn ihr Lust habt, nehme ich euch noch weiter ein Stück mit. Eigentlich ist das hier ja auch ein ganz schöner Wald, aber interessanterweise ist dieser Wald hier überall mit alten Bunkern oder Geschützständen durchzogen. Sieht sich hier Tatsache schon jetzt diesen ganzen Waldweg entlang. Auch hier wieder zwei Bunker, weiß nicht, alle 200-300 Meter kommen dann zwei und dann auch wieder Warnschilder, betreten verboten, nur auf den Hauptwegen bleiben, Restmunition, ist dann doch schon ein bisschen unangenehm. Und da haben sich die Waldarbeiter wohl einen kleinen Spaß gemacht.
hier sind also auch wieder zwei von diesen, ich weiß es nicht, Bunkeranlagen oder Geschützstellungen. Wenn das einer weiß, bitte einmal in die Kommentare schreiben. Würde mich schon interessieren, was hier in der Vergangenheit so passiert ist. Sonne scheint, es riecht total nach Frühling. Es war heute genau der richtige Zeitpunkt zum Ausgehen. Fast wieder in Xanten zurück. Da stand gerade ein Schild 2 Kilometer bis Ortskern. Eine sehr schöne Wanderung. Ganz abwechslungsreich. An den alten Rheinarm sieht man hier nicht wirklich. Der Wald ist ein sehr schöner Wald. Viel Moos. Ein sehr natürlicher Wald. Ich denke mal, auch aufgrund der alten Munitionsbestände wird da auch nicht allzu viel Forstwirtschaft betrieben. Ich danke fürs Zuschauen und sag dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.